Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal, hier bei Polylol. Heute geht es in die nächste Folge Make My Auto Great Again. Und heute ist das Auto vom Tosho dran. Der Tosho hat mir geschrieben, dass er gerne den Octane fährt. Für das blaue Team fährt er einen roten Octane mit diesen Reifen und diesem Aufkleber. Und dann hat er noch geschrieben, die Farben des Aufklebers sollen ungefähr angepasst werden an die Reifen. Ich hoffe, das habe ich ganz gut hinbekommen. Ja, doch, würde ich sagen. Aber Tosho, falls ich irgendwo einen Fehler gemacht habe, schreibt mir das natürlich, bitte gerne. Er hat dann noch als Boost den Sonnenstrahl, natürlich die traurige Erdbeere oben auf dem Kopf. Und die Spur ist strahlend in Titanweiß. Die Torexplosion habe ich auch schon eingestellt, aber von der lassen wir uns dann noch überraschen. Es ist eine wirklich richtig coole Torexplosion und ich hoffe, die sehen wir auch gleich im Spiel. Die Kameraeinstellung habe ich natürlich auch angepasst. Wo sind sie denn? Da sind sie. Das sind die Kameraeinstellungen bis auf hier Drehgeschwindigkeit und so. Das bleibt. Das sind die Kameraeinstellungen vom Tosho. Und ich bin gespannt, wie die mir gleich gefallen beim Spiel. Wir gehen natürlich wieder in eine Runde 2 vs. 2 mit diesem Auto. Ich bin wirklich gespannt, wie das Auto dann in-game aussieht. So, hier sieht es wirklich gut aus. Und ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wie findet ihr das Auto vom Tosho? Skala von 1 bis 10. Also ich muss sagen, das Auto ist stimmig. Das ist stimmig an sich mit den Reifen und dem Aufkleber. Ja, ich kann da jetzt gar nichts zu sagen, also nichts Negatives zumindest. So, jetzt geht's los. Denkt aber dran, liken, kommentieren, abonnieren. Und falls ihr auch noch ein Lieblingsauto habt, welches ich hier mal vorstellen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Ich brauche die Reifen, welches Auto, den Boost, die Spur, die Torexplosion. Wenn ihr einen Hut habt, einen Hut und so weiter und so fort. Und natürlich eure Kameraeinstellungen. Ich möchte ja gerne das Spielgefühl haben, was ihr auch habt. Und jetzt geht's los. 2 vs. 2 mit dem Auto vom Tosho. Wir sind angekommen in der Runde 2 vs. 2. Und hier sehen wir das rote bzw. das orangene Auto vom Tosho. Am Anfang hatten wir ja das blaue. Und im Spiel sehen wir jetzt das orangene Auto mit den Nunja-Reifen in geröstet. Und im Prinzip sonst alles gleich. Allerdings ein orangener Octane. Das schauen wir uns jetzt hier nochmal an. Ich hoffe, ich habe das rote Auto genauso gut eingestellt wie das blaue. Ich hoffe, das blaue war überhaupt gut. Und, schade, ich wollte gerade sagen, jetzt sehen wir die Torexplosion. Aber mein Mate macht ihn rein, 2:0. Ich habe leider nur eine Vorlage bekommen. Tosho, schreibt mir in die Kommentare, falls ich bei dem roten oder bei dem blauen Auto irgendwas falsch gemacht haben sollte. Die Kameraeinstellungen gefallen mir auf jeden Fall wirklich gut. Vielleicht ein bisschen tief die Kamera, weil ich habe sie etwas höher. Aber man kann sich tatsächlich dran gewöhnen. Jetzt möchte ich aber auch gerne hier nochmal... Ey. Oh, das war nicht so gut. Jetzt möchte ich aber hier gerne auch mal ein Tor schießen. Komm, Mate, gib mir einen Pass. Gib mir einen Pass, komm. Komm, gönn mal. Ah, mein Mate macht hier Faxen und der Ball ist drin. Er macht das 3:0. Ich möchte auch endlich mal ein Tor schießen. Mann, hör das mit den Faxen auf. Und denkt dran, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das Auto findet hier von dem Tosho. Mein Mate macht hier schon wieder Faxen. Und ich mache den Ball rein. Und wir sehen die Torexplosion. Denn der gute Tosho hat die Torexplosion Drachenduell in Yin Yang. Drachenduell in Schwarz-Weiß. Die habe ich ja auch in einem meiner Videos vorgestellt. Ich finde die auch rattenscharf, die Torexplosion. Das muss ich mal so sagen. Das ging jetzt fix, das Spiel. Dann schauen wir doch direkt mal. Vielleicht kriegen wir ja nochmal das blaue Auto. Vielleicht kommen wir jetzt ins blaue Team. Und wir machen noch ein Spiel. Und wir kommen ins blaue Team. Wir kommen wirklich ins blaue Team. Jetzt sehen wir das blaue Auto, den roten Octane, den ich auch schon im, ja, am Anfang vorgestellt habe. Jetzt fahren wir dieses Auto. Normalerweise mache ich ja nur ein Spiel.
oder habe ich mir vorgenommen, ein Spiel zu machen nur. Aber da das Spiel gerade so schnell zu Ende war, habe ich mir gedacht, komm, vielleicht kriegst du ja noch das andere Auto vom anderen Team. Und ich muss sagen, das gefällt mir auch richtig gut. Die Farben und die Reifen und der Aufkleber und die Reifen. Ich weiß nicht, das ist stimmig, ne? Das stimmt einfach. Dieser Aufkleber passt einfach zu den Reifen. 1:1. Komm schon, Marin, jawohl. Wir führen. 2:1. Darf doch nicht wahr sein. Komm mit. Herr Meter. Doch, nein. Ach Mann. Das wäre so ein schöner Pass geworden. Ich meine, ich habe versucht, ihn selber ins Tor zu schießen, aber dafür habe ich das Können leider nicht. Unentschieden, was ist jetzt passiert? Da macht er ihn rein. Unfassbar. Ich möchte aber auch jetzt kein ungewertetes Match verlieren und vor allen Dingen nicht mit so einem schönen Auto. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen hier. Ein Unentschieden. Okay, den brauchte ich gar nicht mehr touchen. Ich weiß gar nicht, was hat der Gegner da gemacht? Wo war er? Ah, okay, er hat komplett falsch gestanden. Aber wir führen wieder. Sehr schön. Und wir haben natürlich auch nochmal die Torexplosion gesehen. Und sehen sie jetzt auch noch einmal. 4:2. Also ich muss sagen, ich habe ja die Torexplosion in Titanweiß. Aber so in Schwarz und Weiß, ich finde das schon richtig gut. Wenn diese Torexplosionen nicht immer so sauteuer wären, ich glaube, die lag ja auch bei 25 Euro. Ich weiß nicht. Wenn man die auf 12 Euro oder auf 10 machen würde, ich glaube, das würde reichen. Das würde reichen. Es würden, glaube ich, viel mehr Leute sich dann mal so eine Torexplosion gönnen. Weil bei 25 Euro, ne, da ist... Ja, ist schon heftig. Das nächste Tor. Ich sag ja, mit so einem schönen Auto kann man einfach nicht verlieren. Da ist er drin. 8 Sekunden noch. 6:2. Das Spiel mit dem blauen Auto hat also etwas länger gedauert als das Spiel. Ah, schade. Aber der Ball ist drin. Ist egal. Ich wollte ihn noch mal touchen, aber irgendwie, ne, war ich nicht in der Nähe vom Ball. Aber sowas übe ich halt noch. Irgendwann werde ich das auch können. Man kann es nun mal nicht sofort. Man muss halt sowas immer mal üben. Fazit, wir haben gewonnen. Bester Spieler, wunderschönes Auto. Alle anderen schreiben mal in die Kommentare, was ihr von diesem Auto haltet. Skala von 1 bis 10. Und falls ihr was zu bemängeln habt, schreibt es auch mal rein. Vielleicht kann der Toscho ja noch etwas verbessern. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt Verbesserungspotenzial. Das ist alles so stimmig. Aber jeder hat natürlich seine eigene Meinung. Und jetzt mit dem Blick auf die traurige, weinende Erdbeere möchte ich mich bei euch verabschieden. Denkt dran, falls ihr noch ein Auto habt, welches ich mal spielen soll, schreibt es mir in die Kommentare. Auch Reifen. Auto, Farbe vom Auto, die Spur, den Boost, die Torexplosion und natürlich die Kameraeinstellungen, damit ich das Fahrgefühl habe, welches ihr auch habt. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.